Ich begrüße euch zu einer Folge Final Fantasy 1 für den Game Advance. Wie ihr seht, plötzlich nicht mehr im Livestream. Ich möchte einmal kurz der Leute, woran das liegt. Und zwar ist der Final Fantasy in Livestreams nie so wirklich gut angekommen. Es waren immer ziemlich wenig Leute da. Ich fand es halt immer cool, wie das der Let's Player Keggy gemacht hat, dass er halt auch in seinen Streams JRPGs gespielt hat und die Streams dann auf YouTube hochgeladen hat. Und genauso wollte ich halt auch mit Final Fantasy machen, aber das hat halt nicht allzu gut geklappt, weil ich halt noch eine ziemlich kleine Community habe. Sie ist da, aber sie ist ja ziemlich klein. Und deswegen in den Streams relativ wenig Leute auftauchen. Also in normalen Streams, da sind schon manchmal 20 Leute da und das finde ich einfach nur richtig, richtig krass. Aber Final Fantasy hat meistens nur so 5 beziehungsweise weniger halt. Und das ist so ein bisschen schade. Und deswegen macht das für mich halt keinen richtigen Sinn zu streamen. Es macht zwar schon Spaß, finde ich, das zu streamen, aber die Leute wollen es halt einfach nicht sehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, gut, dann packe ich halt Final Fantasy komplett auf YouTube. Und deswegen sind wir jetzt hier in Final Fantasy nur noch auf YouTube. Vielleicht gibt es jetzt auch Leute, die das hier schauen. So Hardcore-Fans von mir, weil wie gesagt, ich habe halt nicht die JRPG-Community. Ich hätte sie gerne, aber ich habe sie halt nicht. Ich bin einfach ein riesiger JRPG-Fan, aber ich habe halt keine Community dafür, die sowas abfeiert. Und deswegen, ja, wird das halt nichts. Xenoblade kommt schlecht an. Final Fantasy 1 kommt halt auch relativ schlecht an, weil ich es halt nicht im, weil ich halt schon im Stream spiele. Xenoblade kommt besser an, weil ich da, glaube ich, einen aktiven Zuschauer habe, den Blackshaw Tribones, der das Spiel halt kennt und mir Tipps gibt und sowas, finde ich auch richtig cool von ihm. Und ja, hier müssen wir jetzt gleich hin zum Tor Mirage, aber ich möchte kurz nochmal weg und mich heilen. In Lufenia gab es, glaube ich, keine Raststätte. Deswegen gehe ich einfach mal ganz runter nach Cornelia. Oder wie, nee, Cornelia, egal. Cornelia war doch aus Star Fox, war nicht, egal. So, Cornelia, genau, heile mich hier. Da kann ich auch gleich nochmal ein bisschen einkaufen gehen. Hier gibt es ja auch einen Laden in der Stadt. Und ich will einfach Stuff kaufen. Wegen Fünf-Fehlern gucken, wie viel ich da noch habe und so, ja. Und ich hoffe, wie gesagt, dass auf YouTube vielleicht das Let's Play jetzt hier den ein oder anderen interessiert, der sonst über die Streams geschaut hat. Und ja. Gut, der Itemladen ist hier. Kannst du, dankeschön. Erstmal kurz gucken, was ich alles so habe. Potion, okay, Potion brauche ich nicht mehr. High Potion auch nicht mehr. X-Potion gibt es hier natürlich nicht. Ether habe ich auch genug. Und die Phoenix-Federn, da habe ich auch genug. Ich könnte mir noch Antidot kaufen, wenn ich Bock dazu hätte. Ja, ein Elixier, wenn die aber hier auch nicht haben. Potion, Antidot. Ja, da kaufe ich ein paar Antidot auf jeden Fall. Ja, das reicht einfach. So. Den Rest brauche ich, wie gesagt, nicht. Erstmal, momentan. Potion habe ich viel zu viele eigentlich und ja. Weil Potion heilt halt nicht so viel. Das ist halt die Sache. Gut, jetzt müssen wir in die Wüste, wo wir gerade schon, die wir gerade schon gesehen haben. Hier. Und hier gibt es den Tor Mirage. Irgendwo. In der Mitte der Wüste. Hier oben. Da. Und da wird gleich was passieren. Oder auch nicht. Hä, was? Müsste hier nicht eine kleine Cutscene kommen oder sowas? Egal. Da halt nicht. Vielleicht bin ich da falsch im falschen Speicherstand irgendwie. Weil, wie gesagt, ich hab das schon mal außerhalb von einem Stream gespielt, in einem Stream gespielt gehabt, wo dann mein PC abgestürzt ist. Und ja, vielleicht bin ich am falschen Speicherstand. Da war ich auf jeden Fall schon fast Level 50, das weiß ich. Muss ich gleich mal kurz gucken, welche Level ich habe. Nö, das passt so. Wieso auch immer keine Cutscene kamen. Vielleicht gibt es ja keine. Und wenn es doch eine gibt, dann. Weil ich habe es eigentlich so in Erinnerung. Wenn nicht, habe ich halt ein schlechtes Gedächtnis oder so.
Und wenn es eine gibt, dann versuche ich dir auf YouTube zu finden, Gott, Deutsch, und dir reinzuschneiden. Ja. Gut. Ach ja. Und ich denke, ich werde es genauso wie in den Streams handhaben, dass ich hier ein bisschen länger aufnehme und es halt dann zurecht cutte. Ich könnte eigentlich auch zum Beispiel, wie es die Let's Playerin Nigoya macht, einen Stundenpart hochladen. Aber da habe ich halt das Problem, dass es erst recht kaum jemand schaut. Und ja, deswegen mache ich jetzt das mal nicht. Auch wenn es vielleicht eine bessere Lösung wäre, aber dann wird es auch ewig zum Hochladen brauchen. Deswegen, nein, danke. Was machen diese Schnaufen? Schläfer das ein oder was? Kann ich mir zumindest vorstellen, so. So, der Turm Mirage ist, glaube ich, der Eingang zum Himmelsschloss oder so. Haben wir ja schon mal in der Stadt Lufenia von der einen Frau da erfahren gehabt. Und deswegen wird das wohl stimmen. Denke ich mal. Macht zumindest Sinn. Ja. Übrigens bin ich schon gespannt, wie das Projekt, was hier nach Final Fantasy kommt, ankommt. Ist auch auf jeden Fall ein JRPG, deswegen denke ich mir auch nicht so gut, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es besser ankommt. War das mal nicht ein Endboss, so ein kleiner Endboss halt, der Vampir eigentlich? Weil, wenn ich das erzählen würde, dann wüssten schon alle, was es ist. Deswegen sage ich dazu mal nichts. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein paar mehr Leute schauen, was ich danach bringen möchte nach Final Fantasy. Ja. Und FF ist wahrscheinlich irgendwann so lang. Eigentlich schon, egal. Ich werde noch die ganzen Bonus-Dungeons und all sowas machen, deswegen wird es wohl doch ein bisschen länger werden. Ich rechne mit so 60 Parts vielleicht. Aber mit dem Hauptspiel wären wir halt bald durch. Nur hier das Himmelsschloss, Natur Mirage hier und dann sind wir damit, glaube ich, durch. Und dann kommen halt auch die Bonus-Dungeons. Also die mache ich dann vor dem richtigen Ende. Und dann auch noch die ganzen Gegner-Such-Sachen. Weil, ja, ich werde halt auch das Monster-Fibel-Buch-Dingsbums voll haben. Und da jeden Gegner finden. Hoffentlich gibt es da irgendwo im Internet eine Liste, wo das alles drin steht. Aber das müsste eigentlich nur sein. Wenn nicht, dann würde ich echt den Glauben an die Menschheit verlieren. Ist mal ganz ehrlich. Das gibt es eigentlich zu jedem Spiel. Eine Liste, wo alle Gegner drin stehen. Also jeden JRPG meine ich. Jedes Spiel macht keinen Sinn. Also, wo es so ein Monsterbuch gibt, natürlich, meine ich jetzt. Und so. Warte mal, wieso bin ich eigentlich gerade hier... Oh, scheiße. Was machst du? Oh Gott, please, nein! Nein, hör auf! Wenn die alle zu Stein machen, dann... bin ich tot. Also, dann bin ich wirklich tot. Dann heißt das Spiel vorbei. Könnt ihr bei mir bitte fliehen? Bitte, bitte, bitte. Danke. So, jetzt muss ich erstmal wieder entsteinern. So, das war nur der Goldenalle, ja, ja. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch einen Zauber, der Stein heilt oder nicht. Bei der... bei dem Weißen Magier, der Weißen Magierin, was auch immer. Bin ich auch reingekommen? KTF, wieso bin ich nicht... Ach, egal. So. Egal, gut. Die Kämpfe sind gerade auch mega spannend, muss ich sagen. Host. So spannend. Oh, komm schon, er kriegt den nicht mal tot mit... Oh! So spannend wollte ich noch nie. Die Gegner machen gerade mega viel Schaden. Ja, definitiv. Ich hätte theoretisch auch einfach mit dem Spielstand weiter spielen können. Den ich da im Stream hatte. Wo ich halt noch höher gelevelt bin, aber nein, das wäre dann halt einfach zu einfach. Einfach zu einfach. Weil ich da halt schon ziemlich hoch gelevelt worden so. Da habe ich auch viel länger für den Meerestempel gebraucht gehabt. Deswegen war ich auch ziemlich hoch gelevelt. Aber weißt du was? Komm hier, Feuerabams. Habe ich eigentlich inzwischen schon alle Zauber? Nee, oder? Dafür brauche ich noch viel Magie, viel Geld, meine ich. Glaube ich zumindest, keine Ahnung. Düt. Gleich bin ich einfach tot. Nur 190 Leben.
Warte. Oh, wieso sterbt er mit einfach nicht einfach? Das war halt auch ganz komisches Deutsch irgendwie. Warte, gibt es zwei Versionen von Böser Blick, weil den der gerade eingesetzt hat, der würde mich nur leben, glaube ich. Und der vorne eingesetzt wurde, der... Oh, bitte! Wieso hat... Oh, ich wollte eigentlich gar nicht Feuer einsetzen. Ich habe halt gehofft, dass die den Tod kriegen, aber dann halt nicht. Ja, was ich eigentlich sagen wollte. Haben jetzt die ganze Magie? Nein, es fehlt noch jeweils ein Zauber. Und hier fehlen auch ganz viele Zauber. Und hier auch noch ganz viele Zauber. Super. Ja, das wird schon werden. Ich habe halt nicht so viel Geld gehabt, deswegen habe ich noch nicht alles. Aber hier gibt es jetzt gerade ganz schön viel Geld, gerade Heilerhelm. Oh, der ist cool, glaube ich. Ganz, ja, hier gibt es ganz schön viel Geld. Mondschwert. Okay. Könnte gut sein, eventuell. Ganz viel Geld nochmal. Ist das Chimera? Weißt du was? Machen wir einen Blitzra. Wobei, die sehen blitzresistent aus, so ein bisschen. Also nicht resistent, aber halt nicht so anfällig dagegen. Feuerbrunst. Aber die machen Feuerzauber. Also Feuerdinger. Das war jetzt kein richtiger Zauber. Egal. Feuerangriffe. Doch, komm! Nein, du. Bist den wir nicht. Ja, er hätte nämlich zuerst angegriffen. Seht ihr deswegen? Aegis Schild. Ich habe gerade erst Aeris gelesen. Duetet wie Aeris. Oh, da haben die sich gerade mit nichts ausgerüstet. Okay, alles klar. Ich will mal kurz gucken, wer das Mondschwert aus. Du könntest ausrüsten. Also, das würde dich mega schwächen, alles klar. Wie ist das eigentlich? Wie ist es eigentlich mit dem? Kannst du es auch ausrüsten, das Mondschwert? Ja, kannst du. Würde ich Deutsch. Würde ich aber auch schwächen. Wie ist es eigentlich mit dem Heilerhelm? Benutzt, um Heilung auszuführen. Benutzen. Okay. Wie viel macht das im Kampf? Also die Heilung. Ist halt genau das gleiche wie dieser eine Heilerstab da, den wir gefunden haben. Das probiere ich einfach mal aus mit ihr hier. Items müsste es ja hier irgendwo sein, der Dings. Heiler Stab wäre da. Der heilt alle, oder? Weiß ich nicht mehr. Die Schleife habe ich schon. Schützt bis Feind vor. Die muss ich irgendwie ausrüsten. Die muss ich definitiv irgendwie ausrüsten. Wieso hat die keine ausgerüstet? Schleife ist ein cooles Item in Final Fantasy, das ist Heilerhelm. Der macht sogar alle. Jetzt will ich mal kurz nach dem Heilerstab schauen, wie viel der. Der würde auch alle, okay, gut. Aber ich muss gucken, wie viel der Heilerhelm heilt und so. So, weißt du was, mach ja Feuer. D. Und er macht. Naja, ist jetzt nicht sonderlich viel. Quasi. Oh, willst du mich verarschen? Ich hätte halt denken können, dass der nicht so viel macht, weil er ja einen roten Schweif hat, aber egal. Es muss ja nicht heißen, dass er Feuerangriffe macht. Oder, beziehungsweise, weil er ein bisschen feuerresistent ist. So. Dann. Was wollte ich gerade machen? Ah, stimmt, nach der Schleife gucken. So, einmal, die würde sogar die Abwehr schwächen. Um 5. Ja, das ist eigentlich nicht so cool. Bei dir, und noch stärker, die können übrigens keine Schilde ausrüsten. Ja, bei der würde es nichts machen, deswegen wäre es eigentlich bei dir auch, oder? Ja. Ich gebe dir aber dir hier, weil du halt, weil die halt vielleicht was weiß ich, kann das sein, dass ich mal halt zum Beispiel so ein Vampir so einen Steinzauber einsetzt, dann wird es halt nicht treffen und das wäre halt gut, dann können sie die alle anderen wieder entheilen und so.
entzaubern, nicht entheilen, was laber ich, egal. Und sie ist ja eh die Heilerin, deswegen macht das Sinn. So, hallo. Seid ihr meine Erschaffer? Nein, soweit ich weiß nicht. Oder habt ihr uns was zu verschweigen, Chu, Flo, Mirudo? Also ich bin's nicht. So. Exitor. Was ist das? Bringt auch irgendwie niemanden was. Das war klar, dass die da hinten jetzt nichts damit machen können, aber... Wo ist ein Exitor? Das kannst du nicht ausrüsten, oder was? Scheinbar schon. Du, was Exitor? Oder war es gar kein Schwert? Ich bin gerade dumm. Weil das Symbol sah aus wie beim Schwert irgendwie. Vielleicht hab ich mich auch einfach verguckt. Exitor. Benutzt, um Exitus auszuführen. So, ist aber schon ein Schwert, oder? Ich ordne mal alles kurz. So. Kann das keiner von dir ausrüsten, oder was? Oh, bin ich gerade dumm. Riesenschwert, Langschwert, Kurrenschwert, Kampfaxt, Falkon. Also, du kannst ganz laut nicht ausrüsten. Und du? Wie ist er? Er hat echt keinen ausrüsten kann. Vielleicht ist es irgendwie für Ninja oder sowas. Nicht Ninja. Wie? Es gab noch mehr Berufe. Irgendwie. Nicht Ninja. Wie hieß der nochmal? Egal. Auf jeden Fall Rotmagier und noch irgendwas. Vielleicht ist das für den irgendwie oder so. Keine Ahnung. Ist mir auch relativ egal. So, ich muss jetzt erstmal hier weiterfinden in dem Turm. Okay, da fliege ich lieber. Der Säbelzahntiger, muss ich gerade an Dragon Quest 8 denken. Da kann man auf einen reiten. Oder an Dragon Quest 5, da gibt es auch einen Säbelzahntiger. Oder an Final Fantasy 7, wo man auch einen, so ähnlich wie ein Tiger, halt trifft quasi. Oh, komm! So. Ich könnte natürlich auch einfach die Kämpfe rausschneiden oder so. Das würde auch Sinn machen, aber daran würde ich eh nicht denken. Und zweitens wäre das auch aufwendig für mich. Nee, du machst ja gar keine Arbeit für YouTube. Ja. Was muss ich jetzt hier machen eigentlich? Oh Gott, ganz viele Vampire. Volker. Böser Blick. Miss. Yes. Bam, 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 bam. Und tschüss, die Vampire. Hoffentlich, wahrscheinlich. Yay. Kann ich hier vielleicht noch gar nichts machen? Hab ich irgendwas vergessen oder so? Ich muss ja scheinbar irgendwas machen. Aber ich weiß halt gerade nicht was. Ich kann vielleicht schon die ganze Folge im Turm rum, mach irgendwie nichts. Hab ich irgendwas übersehen oder so? Oh Mann, die Kämpfe nerven. Was bist du? Das ist glaube ich so ein Wächter wie der oben auch war. Gut, ein weiteres Monster fürs Monsterbuch. Auch nett. Bam bam. Und tschüss. Wenn nicht, schaue ich gleich einfach nach, was ich machen muss. Das heißt mal ganz ehrlich, es regt mich gerade ein bisschen auf. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen oder so, keine Ahnung. Oh, jetzt ist er noch gelähmt! Ah!
Please. Hey, ist das ein Statuseffekt, der auch nach dem Kampf anhält, oder? Geh nach dem Kampf weg. Bitte geh nach dem Kampf weg einfach. Das wäre. Okay, ja, er ist jetzt schon weg. Super. Nice! Oh, die Zusatzkämpfer! Muss ich irgendwas mit dem Roboter oben machen oder so? Ich weiß es halt nicht. Oh! Oder die beiden komischen rot leuchtenden Platten da müssen irgendwas zu sagen haben hier. Muss ich irgendwas einsetzen? Irgendein Item oder irgendwie sowas Wertvolles? Glocke. Nein, scheinbar nicht. Oh, Mann, diese scheiß Zusatzkämpfe! Ah, die regen mich gleich auf! Das war gerade voll unverständlich gesprochen irgendwie. Nein, sind wir nicht. Kannst du mir irgendwas sagen oder so? Guck mal hier, ich habe eine Glocke. Ach, ich bin dumm. Hier, guck mal, eine Glocke. Scheinbar nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen muss. Wisst ihr, Leute, ich bin schon ein Trottel. Ich habe einfach Treppen übersehen. Wie kann man bitte... Wie kann ich so inkompetent und dumm sein? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe einfach mal Treppen übersehen. Gut. 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 Habe ich halt Treppen übersehen. Alles klar. Gah. Ich suche ewig rum. Hey, wo geht's weiter? Na, ich hab mal sehen. Okay, okay. Gut. 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 Da. So.